Herzlich willkommen zu einem weiteren Filmfest Bremen Talk in unserem virtuellen Studio. Mein Name ist Marc Sifrin und wir haben einen Gast heute hier, Philipp Guffler, der einen Film eingereicht hat in unserer Kategorie Innovation, Lana Kaiser mit dem Titel. Herzlich willkommen, Philipp. In welcher Stadt bist du gerade? Ich bin gerade aktuell in New York. Also bei mir ist erst vormittags 10.30 Uhr. Ui, das ist für manche Menschen sehr früh, aber vielleicht ist das okay. Und dein Film ist ein Footage-Film, den du auch immer leicht entfremdet hast. Das heißt, das Footage-Material, was du hast, ist manchmal verpixelt, es ist anders farbig koloriert, die Bildgrößen variieren. Und es ist ein Footage-Film über Lana Kaiser. Und vielen Menschen sagt dieser Name Lana Kaiser vielleicht erstmal gar nichts, weil die Person ursprünglich berühmt wurde als Daniel Kübelböck. Ja. Und 2002 war Daniel Kübelböck in der ersten Staffel DSDS eins der markanten Gesichter. Und wie alt warst du denn 2002 eigentlich? Ich war 13, 14 Jahre alt. Also für mich war Lana oder damals noch Daniel Kübelböck auch eine der ersten queeren Persönlichkeiten, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und das hat mich eigentlich auch so dieses Zurückblicken nochmal an die zur eigenen Jugend auch, das hat mich eigentlich auch motiviert, die Arbeit zu machen, weil dort natürlich mit Queerness, Homosexualität, Transsexualität oder Nichtbinärität noch ganz anders umgegangen worden ist. Und auch wenn das noch relativ eine nahe Vergangenheit ist, finde ich, hat sich natürlich in unserer Sprache und in der Art und Weise, wie queere Menschen in Reality-TV-Formaten vor allem auch dargestellt werden, natürlich in den letzten 20 Jahren auch sehr stark verändert. Und würdest du sagen, dass Lana Kaiser damals, vor 20 Jahren, ist es ja jetzt genau her, war das irgendwie damals zu früh, weil Daniel Kübelböck damals hat ja sehr polarisiert. Ich glaube, es war überhaupt gar nicht der Zeitgeist. Ich glaube, wenn man zum Beispiel es in größeren politischen Zusammenhängen sieht, 2002, 2003 wurde auch die Ehe für alle als erstes Land in den Niederlanden eingeführt. Und es gab damals auch in der schwulen Szene, eine queere Szene gab es zu dem Zeitpunkt, und das Wort war noch sehr unüblich im deutschen Sprachgebrauch natürlich, gab es eine sehr große Anpassungsleistung innerhalb der queeren Community auch. Und der Zeitgeist war ein ganz anderer als den Lana Kaiser damals dargestellt worden ist. Und dann war sie natürlich auch in einer gewissen Weise, vor allem für den deutschen Kontext, eine Art Prototyp für die queere Figuren als Freak, wo andere Persönlichkeiten in späteren Staffeln von Deutschland sucht den Superstars oder in anderen Reality-TV-Formaten ganz bewusst so diese Freak-Position auch benutzt haben, wurde dies sozusagen erst so etabliert in der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar mit Lana Kaiser. Und ich glaube, das ist aber trotzdem natürlich auch kein Einzelfall, und ich glaube, deswegen wurde jetzt der Film auch relativ viel in Filmfestivals außerhalb von Deutschland gezeigt, weil sich ganz, vor allem ganz viele junge Menschen wahnsinnig stark mit Lana Kaiser auch identifizieren können. Mhm. Und würdest du deinen Film jetzt eher als ein Memoriam betrachten an Lana Kaiser? Oder ist es eher ein Pranger an die Medien und wie diese mit Menschen teilweise umgehen? Ich glaube nicht nur an die Medien, wir haben es ja alle angeschaut, also die Quoten von damals. Ich glaube, Pranger ist ein schwieriges Wort, oder mich hat damals 2018, als Lana Kaiser dann verschwunden ist und ihr Körper ja nie gefunden worden ist, hat mich damals die Berichterstattung über sie auch wahnsinnig gestört. Zum Beispiel wurde die ganze Zeit ihre Transsexualität angeteased oder darüber gesprochen, aber niemand ist zur Schlussfolgerung gekommen, ja, wenn sie sich dann einfach die letzten Monate vor dem Verschwinden schon als trans geoutet hat, warum wird sie dann nicht mit dem weiblichen Vornamen angesprochen? Also ich glaube, in einer gewissen Weise hat sich unsere Sprache natürlich viel geändert, aber so viel hat sich vielleicht
außer der Oberfläche, sage ich mal, auch vielleicht auch gar nicht geändert. Und die Art und Weise, wie dann ihr Verschwinden wieder total medial ausgeschlachtet worden ist, jedes Detail aus ihrem Privatleben in die Öffentlichkeit gezerrt worden ist, hat mich wahnsinnig gestört. Und ich wollte einfach eine Art und Weise, eine eigene Form finden eigentlich, an sie zu erinnern, ohne auf dieses Spekulative zu gehen und trotzdem aber auch, ja, ihre Persönlichkeit in ihren ganz unterschiedlichen Facetten zu zeigen und eben auch die Gewalt zu zeigen, die sie als damals ja nur 17-Jährige in der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar erfahren hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war 2002 26 Jahre alt, genau, und an mir lief das dann schon weitestgehend vorbei, weil das war nicht so ganz mein Sendeformat. Nichtsdestotrotz hat man das natürlich als Außenstehender, ob man wollte oder nicht, zwangsläufig immer die ganze Zeit mitbekommen, wurde ständig über sämtliche Medien damit konfrontiert, ob man nun die SDS gucken wollte oder wissen wollte oder nicht. Genau das Gleiche mit anderen diversen Reality-Show-Formaten, die es bis heute auch immer noch gibt. Was denkst du, unabhängig davon, wie die dann teilweise Persönlichkeiten dort zur Schau stellen. Es gibt ja manche prominente Personen, die das bewusst in Kauf nehmen, um ihren prominenten Namen am Leben zu erhalten. Aber es gibt ja auch Personen, die einfach darauf hoffen, irgendwann mal ihre 15 Minuten Ruhm, wie Andy Warhol es mal tituliert hat, zu ergattern, weil da irgendeine große Sehnsucht oder ein großer Geltungswunsch oder da ist oder dass man endlich mal so wahrgenommen werden möchte, wie man gerne sein möchte. Aber wann fängt das an, das Fernsehen und auch das soziale Netzwerk, wann fängt das an, umzudenken? Kann man das überhaupt steuern? Ich glaube, das ist natürlich 2002, 2003, als diese erste Staffel war. Das war auch eine wahnsinnig spannende mediale Veränderung, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Das war eigentlich so wirklich ich glaube, der letzte große Moment des linearen Fernsehens vielleicht fast, war dann sehr viel später irgendwie Facebook. Also Facebook habe ich persönlich zum Beispiel erst ab 2007 verwendet, also sehr viel später dann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, wie die Arbeit entstanden ist. Lana Kaiser durch den Hass, den natürlich die Medien total auch aufgebaut haben, um diese Quoten zu erzeugen in dem Format. Also so, das war auch natürlich ein wahnsinnig gefundenes Fressen, immer wieder zu betonen, dass sie die Gesellschaft spaltet, dass sie Deutschland spaltet und dadurch eigentlich erst auch so einen Konflikt angefeuert hat, auch wenn es natürlich auch gerade wegen ihrem nicht-binären Auftreten von Anfang an große Anfeindungen oder es immer noch sehr viele Anfeindungen gibt, die nicht-binäre Menschen erfahren müssen. Aber ich habe da, also so viele von den Footages, die ich jetzt in dem Film verwendet habe, hatte ich noch auf dem Computer von meinen Eltern, der irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr eingeschaltet war, als ich mit der Arbeit angefangen habe zu arbeiten. Und es waren nur ganz kleine Schnipsel, die sich dann Fans von Lana hin und her geschickt haben, die eben sehr gut organisiert waren. Und die habe ich damals als Jugendlicher auch runtergeladen. Und deswegen ist die Qualität natürlich auch, also ich glaube, so diese filmische Qualität in meinem Kurzfilm sagt auch sehr viel über die Zeit des Internets Anfang der 2000er. Weil wenn man so ein 5-Megabyte-File hin und her geschickt hat von einem Fan zum anderen, sowas wie WeTransfer gab es ja noch gar nicht, dann hat es manchmal, also ich glaube, so ein 5-Minuten-File hat irgendwie bis zu 30 Minuten gedauert, damit man das dann auf dem Computer mit einem ISDN-Modem gehabt hat. Und deswegen ist diese Qualität natürlich auch so, wie sie ist, weil es bei den privaten Fernsehsendern gibt es ja kein Archiv, anders als bei den rechtlichen Fernsehsendern, gibt es ja kein Archiv, zu dem ich Zugang gehabt hätte, sondern das sind eigentlich vor allem diese privaten Mitschnitte, die sich die Fans hin und her geschickt haben. Aber das waren eben vor allem, oder es sind eigentlich fast ausschließlich nur private Files. Und ich glaube, ja, dieser Moment vom Shitstorm, den sie damals sozusagen erfunden hat, das war auch ein Vokabular, das erst durch die sozialen Medien 10 Jahre später erst aufgekommen ist. Also ich glaube, dass sie auch da
sozusagen fast was vorhergegriffen hat, medial sogar. Und es ist dann immer so ein bisschen die Tragik der einzelnen Person, dass sie dann für nachfolgende Generationen vorangehen müssen? Auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel die Biografie von Lana Kais mit der von Conchita Wurst, die natürlich auch schon ein bisschen älter war, als sie beim Royal Eurovision Song Contest war und eben 10 Jahre später, wo es sich schon queeres Vokabular etabliert hat. Wenn man die beiden Persönlichkeiten vergleicht, ja, dann konnte das auf jeden Fall mal spätere Generationen ganz viel anders verwenden. Aber ich glaube halt, dass für ganz viele junge Künstlerinnen, für ganz viele junge queere Menschen, die in einem ähnlichen Alter waren wie ich, zu der Zeit, als die, also ich war danach auch nie wieder Fan von Reality-TV, eher sogar im Gegenteil, weil ich dadurch auch so sehr schnell die Grenzen und die Nachteile davon relativ nah festgestellt habe als Fan von ihr. Aber was mich, glaube ich, so als Künstler auch geschult hat, so ein anderes Medienbewusstsein schon zu entwickeln als Jugendlicher. Ja. Und dein Film kommt ja gänzlich unkommentiert daher, als Footage-Film. Und der Zuschauer muss sich dann die Persönlichkeit, die dort gezeigt wird, halt auch ein bisschen erarbeiten, wenn er Lana Kaiser als solche vielleicht noch nicht kennt. Es gibt ja vielleicht auch jüngere Zuschauerinnen, die noch keine Berührung mit Lana Kaiser oder sowas hatten. Dann erzeugst du aber durchaus Stimmung durch Sounddesign und Musik. Ne? Also es ist ja auch immer ja, eine gewisse Schwere dann plötzlich dann da drin und auch eine gewisse Traurigkeit in deinem Film. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Einreichung. Du bist aber sehr beschäftigt mit diesem Thema und du hast ja nicht nur diesen Film gemacht, du hast uns im Vorgespräch auch gezeigt, dass du einen Katalog oder eine Broschüre noch über Lana Kaiser hast. Ja, das ist ein kleines Scene, also genau für ein Publikum, das vielleicht bisher Lana Kaiser noch nicht so gekannt hat. Das Magazin ist auch in Deutsch und in Englisch, also auch für ein internationales Publikum, weil dort auch das, meine Videoarbeit jetzt viel gezeigt worden ist, habe ich dieses Scene, das ist so ein bisschen aufgebaut, fast wie so eine Bravo. Also das war auf jeden Fall mal die Motivation dahinter auch. Und da ist ein Interview mit mir drin und auch ein Text von mir. Aber ich habe auch andere KulturwissenschaftlerInnen wie Fanny Haus und Viktor Neumann eingeladen, Texte zu Lana Kaiser zu schreiben. Weil ich arbeite nicht nur mit Video als mein künstlerisches Medium, sondern mache auch ganz viele Siebdrucke, Künstlerbücher, Siebdrucke auf Spiegel auch. Also zum Beispiel habe ich Lana Kaiser auch einen meiner Siebdrucke gewidmet, der auf der Mittelseite des Magazins zu sehen ist, weil ich natürlich noch mal mehr Informationen geben wollte. Also ich finde, dass ich schon in meinem Video Lanas Szenen auch kommentiere, aber das natürlich sehr körperlich. Also man sieht mich ja in vielen Szenen, wie ich tanze. Und ich tanze sozusagen fast so, also das war auf jeden Fall mal mein Versuch in Solidarität mit ihr, aber auch irgendwie so in, um auch irgendwie meinen Respekt für sie zu zeigen und sie sozusagen irgendwie so zu unterstützen, wenigstens im Medium des Films. Also so finde ich schon, dass es eine Kommentierung in des Materials gibt. Natürlich auch die 3 neuen Lieder, die Rory Pilgrim, Künstlerin aus England, extra für meinen Kurzfilm komponiert hat. Die sind natürlich auch total wichtig, um eine neue Narration zu erzeugen, weil ich natürlich wahnsinnig auf die Fernsehausschnitte abhängig war, die Fans gehabt haben und die ich im Internet gefunden habe. Und ich wollte aber eine neue Narration erzeugen. Und da war natürlich irgendwie das Tanzen dazu, aber auch dann dieses Magazin dazu machen, die Geschichte neu zu erzählen. Der Titel des Namens ist natürlich auch schon problematisch. Lana Kaiser. Niemand kennt natürlich sonst mal Lana Kaiser. Vielleicht wäre der Film noch beliebter gewesen, wenn ich ihn Daniel Kübel genannt habe. Aber ich wollte natürlich ihr Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung auch ernst nehmen. Und deswegen war es natürlich wahnsinnig wichtig für mich, den Film auch Lana Kaiser zu nennen und das Magazin mit weiteren Informationen, das ihr auch online findet, gibt noch mehr Informationen für die Leute, die sozusagen vielleicht aus einer anderen Generation sind oder auch außerhalb von Deutschland kommen.
Ja, super, vielen Dank. Also, dein Film läuft ja in der Sektion Innovation und dort haben wir gewisse Preiskategorien. Es gibt dann ja auch die visuelle Innovation oder die technische Innovation oder aber die narrative Innovation. Und du hast eine besondere Form der Narrative gefunden. Und ich wünsche dir damit viel Erfolg im Rahmen unseres Festivals. Und ansonsten dir alles Gute und hab eine gute Zeit drüben in New York. Also danke für Dankeschön. den Film, Lana Kaiser. Vielen Dank, Philipp Goffler. Danke für das Gespräch. Danke dir.